Und da sind wir im Spiel 2 zwischen Bersi hier unten als Terraner und hier oben wieder gespawnt der Cracky als Zerg. Es ist ein Best of 3 auf der quasi ja, Beta-Map von Bersi selbst gemacht. Random Same Position, genau. Wie gesagt, die Map ist selbst gemacht von Bersi und Cracky und Bersi. Ja, battlen jetzt gegeneinander. Cracky hat das erste Spiel gewonnen mit einem Haufen Zerglinge. Und weil Bersi halt vergessen hat, Wrecks zu adden und Marines zu pumpen. So, wie gesagt, am Anfang passiert nicht viel. Das Depot, bla bla bla. Er hat wieder seinen Extraktor-Trick gemacht. 10 Drohnen, eine Drohne in Extraktor. Hat er nur noch 9 von 10. Macht eine Drohne, bricht Extraktor ab. Ist er wieder bei 11 von 10. Bla bla bla. So, mal sehen, welche Taktik sie jetzt gehen. Ich würde mal erwarten, Cracky versucht jetzt mal was anderes und Bersi wird einfach mal hoffentlich ja, ein bisschen an seiner Build-Order feilen, dass er wirklich am Anfang nicht so viele Mineralien wieder hortet, sondern wirklich dann daran denkt, mehr Barracks zu enden und auch früh die Expo zu machen. Wie gesagt, ich bin gespannt, was der Cracky macht. Und mal sehen, ob es vielleicht ein bisschen mehr in ein Makro-Game geht und nicht nur in dieses, ja, Two-Base-All-In war es ja schon fast von Cracky, obwohl Cracky am Ende auch mehrere Mineralien, gehovert hat. Aber, ja, Bersi und Cracky sind, ich sag mal, genauso wie ich, eher Gold-Liga-Niveau. Von daher, wir gucken mal auf die Karte. Die dritte ist sehr interessant platziert. Als Terraner könnte man hier schön oben vielleicht mit Siege Tank schon früh hier hinsetzen und so ein bisschen verteidigen. Ansonsten ist es relativ schwer. Mal gucken, wo ist die Echse hier? Ja, das sind normale Felsen, keine zerstörbaren. Es ist dann schwer, seine Armee hier zu postieren. Wird die Echse hier angegriffen, muss man ganz hier rüber. Wird die Echse hier angegriffen, muss man ganz rüber. Ist ein bisschen schwieriger auf dieser Map anscheinend eine dritte Echse zu machen. So, gucken wir erstmal, was der Bersi macht. Der Bersi macht einen Gleichreaktor. Geht gleich auf Reaktor, das heißt keine Upgrades früh. So, das Gas hat er auch schon. Das braucht er für den Reaktor. Zweites Gas braucht er für diese Taktik eigentlich nicht, weil mit Reaktor kann man Marines rausspammen mit dem Reaktor kann man halt noch kein Stim oder irgendwas erforschen, wofür man Gas bräuchte. Ich würde gern sehen vom Bersi jetzt, dass er jetzt schon die Echse wirft. Und er macht es sogar. Super Bersi. Dass er jetzt die Echse wirft, dann vielleicht noch 2-3 Racks dran und erstmal Einheiten pumpt und die Echse nicht aggressiv sein, sondern ein bisschen defensiv. Weil, wie gesagt, der Cracky spielt gerne Makrospiele, aber... Ah! Was haben wir hier? Einen ganzen Haufen Zerglinge. Wir könnten mal auf hier Production Tab sehen, dass ihr Leute das auch ein bisschen seht. So, im ersten Spiel hatte der Cracky schön hier das Gas, 100 abgebaut, Zergling Speed und dann gar nichts mehr. Weil, wie gesagt, er hat halt mehr Zergling All-In gespielt von 2 Base. Jetzt geht er anscheinend, ja, mehr... mehr auf Upgrades. Er holt sich jetzt erstmal das Panzerungs-Upgrade. Ja, kann man drüber streiten. Ist Angriff oder Panzerung eher besser? Es kommt auch darauf an, was er geplant hat. Er hat jetzt zwar einen Haufen Zerglinge, aber es kann auch sein, dass er später im Spiel auf Hydras oder halt Roaches gehen will, auf Schaben. Und Schaben haben halt keinen Nahkampfangriff, sondern Fernkampfangriff. Muss man dann sehen. In dem Falle ist es dann natürlich intelligent für, wenn man später andere Einheitentypen bauen will, erst halt das Upgrade zu nehmen, wovon alle profitieren bei Zerg. Und das ist dann halt das Bodenpanzerungs-Upgrade. So, Zergling hier auf Patrol. Schön viele Zeichen. Bersi hat jetzt noch eine Handvoll Marines. Er addet noch mehr Kasernen. Er hat hier die Fabrik, Reaktor. Ja, Upgrade zum Orbital, sieht alles ganz solide aus. Er könnte schon fast ein zweites Gas nehmen und, er könnte schon das zweite Gas nehmen und dann das hier, wie heißt das Ding jetzt in Deutsch, das Waffenlager bauen. Waffenlager in dem Sinne, damit er halt die Kampfhelions bauen kann. Oh, Cracky macht schon wieder dieselbe Taktik fast, diesmal One Base.
Berstlinge. Ah. So, mal sehen. Ah, die Berstlinge sind drin. Es müssten aber... die Berstlinge wurden nicht alle aufgebraucht für das Depot. Kann er noch genug Einheiten pumpen? Ja, er muss die WBFs abziehen. Versuchen, um jeden Preis abzuwehren. Mal sehen, was Cracky macht. Oh, er hat wieder einen Hotkey falsch gelegt. Beziehungsweise seine Queen wieder auf Reisen geschickt anscheinend. Ärgert er sich bestimmt gleich drüber. Kann nur vom Vorteil sein für den Bersi. So, wir sehen hier noch mehr Berstlinge. Er versucht die Echse. Er müsste versuchen hier jetzt schnell WBFs zwei Bunker. Wie viel Mineralien hat er? Ruhig zwei Bunker hier hinpacken und die Marines da rein. Komm, Bersi, Baubunker. Baubunker. Danke, Bersi. So, er versucht den Wall off. Ah. Wenn er Glück hat, gehen die Berstlinge. Ah, Berstlinge rausfokussen. Ich könnte es wirklich nicht. Wie gesagt, wir sind alle drei eher höchstens Goldliga-Niveau. Ja, er hat schön versucht, die. So, alle Berstlinge sind kaputt. Das ist schon mal relativ gut für ihn. Jetzt muss er nur noch Marines pumpen. Da. So, es wäre schön, wenn dieser Bunker hier fertig wird. Ah, knapp nicht. So, die S-Marines sind da. Sie müssen das eigentlich alles abgewehrt bekommen. So, Cracky zieht sich zurück. Nein. Komm, Bersi, ein bisschen aggressiv sein. Versuchen. Ah. Er hat es noch früh genug abgebrochen. So, mal sehen. Pumpt Bersi noch weiter. Marines, Marines, Marines. Bersi, Marines. Mineralien. Die Menschheit. So, das hat Cracky gerade so abgewehrt. So, jetzt ist Bersi in einer relativ guten Position. Er muss jetzt halt schnell einen WBF, einen Bunker, vielleicht das Depot, ja. So, der Bunker kommt, den Bunker voll machen. Versuchen hier ein bisschen Wall-Off zu machen und dann einbunkern. Bunkern, bunkern. Die Einheit hinter die Mauer und dann, mal sehen, hier sind nur die Zärtlinge. Wie gesagt, weil jetzt im Moment liegt der Cracky zurück. Er hat nur eine laufende Basis. Die zweite ist noch nicht mal fertig. Wir sind schon bei 10 Minuten. So, und der Bersi fängt jetzt an, hier von seinen zwei Basen zu profitieren. Was der Bersi braucht, ist ja Gas. Und jetzt, oh, der Wall-Off ist nicht ganz dicht. Aber wie gesagt, auf diesem spielerischen Niveau kann sowas schon mal passieren. So, er wählt die WWFs aus. Zurück. Wie gesagt, er sollte Gas bauen. Macht er jetzt in seiner Main. So, der Bunker ist voll. So, Cracky weiß, Bersi muss jetzt erstmal so ein bisschen seine Wunden lecken. Deshalb macht er auch schön hier die nächste Echse. So, wenn ich Cracky wäre... Sag mal, schön die Zerglinge hierher ziehen. Sie hier ein bisschen vorhalten, dass der Bär sie nicht raus kann. Auch schon hier mal bei den Echsen ruhig mal was hinstellen. Nicht, dass der Bär sie insgeheim auch eine dritte macht. Was war das denn wieder für Wert? Ach so, das war noch ein Bunker. Ja. Cracky sollte einfach diesen Einheitenball hier so positionieren. Vielleicht ein bisschen verteilen, dass er sieht, wann der... also Cracky sollte seine Einheiten hier behalten. Vielleicht ein bisschen verteilen, dass er sieht, wann der Bär sie rausgeht. Und halt jetzt erstmal wirklich Drohnen, Drohnen, Drohnen. Cracky, was ich von dir sehen will, sind jetzt Drohnen. Weil, die Units, gucken wir mal. 26 Drohnen und die dritte Basis ist fertig. Das ist einfach zu wenig. So, wollen wir mal gucken. Ach, ist nun ein Overlord, der hier abgeschossen wird. So, gehen wir mal wieder auf die Production. Könnten mal die APM begucken. Durchschnittlich. Bersi 60. Und Cracky 74. Naja. Wie gesagt, ich würde auch nicht weit über 60 kommen. So, gucken wir mal. So, Cracky. Supply Block. Dünn, dünn, dünn. Das Übliche. So, wie viel? Er hat. Jetzt hat es das schon bei 32 Drohnen. Er hat jetzt schon mehr wie bei Bersi. So, und das ist auch vernünftig so. Denn wie gesagt, er hat jetzt drei Basen. Dem Bersi gut Schaden gemacht. Und jetzt sollte er wirklich drohen. Und auch hier unten an der dritten.
So. Der Bersi geht für Marines. Kann man nicht auch die Player-Namen? So, dann hätten wir das auch. Wie gesagt, ich habe seit Jahren kein Replay mehr gecastet, beziehungsweise das Replay-Feature überhaupt genutzt. So, dann seht ihr jetzt auch mal Bersi Cracky. Von den Supplies her, Cracky liegt zurück. Wie gesagt, das liegt hauptsächlich daran, dass er so lange auf einer Basis war. Bersi hat ja, vielleicht ein bisschen knapp, aber hat es geschafft, den Cracky abzuwehren. Und konnte seine zweite Basis. Wieso hat er hier nur einen Arbeiter? Habe ich irgendwas verpasst? Units 29, hat er wirklich nur 29 Arbeiter? Bersi, bau mir Arbeiter, verdammt normal. So, wie gesagt, Bersi hat es geschafft, eher die zweite Basis zu haben. Deshalb ist er jetzt vorne im gesamten Supply oder im Versorgungslimit. Er geht hier hoch, sieht die Zerlinge. Und jetzt rückt er aus. Jetzt muss Cracky natürlich Production wollen wir. Production Tab mäßig, jetzt muss er Einheiten pumpen. Einheiten, Einheiten, Einheiten. So, seine Overlords. Er hat sogar Drop untersucht. Oder erforscht. Untersucht, erforscht, mutiert. Wie es auch immer heißt bei Zerg. So, er baut hier Abwehr schön hier oben. Das ist auch sehr schön. Das, wenn die. Ja, reicht zwar nur bis hier, aber immerhin etwas. Wenn. Bersi es schafft, Cracky es schafft, die Bersi da reinzulocken, aber die sind halt zu spät. Denn. Und ja, wie gesagt, dadurch, dass Bersi Cracky abhalten konnte, und dadurch länger die schon eine Base Vorsprung hatte, ja, war Cracky so weit im Nachteil, dass er jetzt halt, ja, zu kleine Armee, zu wenig Einheiten. Dünn. Wie sind die Upgrades? Einser Upgrade ist ein Angriff und Cracky hat das Abwehr-Upgrade. Upgrade und schon Distanzwaffen. So, jetzt ist die Sache eigentlich schon fast gelaufen für den Cracky. So, er macht jetzt haufenweise Stachelkrabbler. Aber das ist jetzt. Die werden auch nicht fertig. So, jetzt muss Bersi nur schnell rüber, die Stachelkrabbler ausschalten. Ja, für die Evolutionskammern. So, schön hier. Tech-Gebäude weg. Aber wie gesagt, der Marine-Ball ist so groß, dass. Ja. Die Sache ist gelaufen für Cracky. So, die Echse. Die erste Echse ist weg. Die zweite Echse hat nicht viele Drohnen. Keine Einheiten. GG. Sieg für den Bersi. Damit steht es 1-1. Das heißt, es gibt ein entscheidendes drittes Spiel. Und da sind wir wieder in der Chefetage. Hallo, ihr beiden. Yeah! Yay! Hallo! Boah, war das Hallo! knapp. So, erstmal Lob an Bersi. Er hat meinen Ratschlag befolgt. Dankeschön, Dankeschön. Ich muss dazu sagen, Terraner sind nicht meine Main-Rasse, ne? Also von daher. Von daher. Großes Lob an Bersi und großes Tadel an Cracky. Ja, irgendwie. Wenn du so lange quasi schon rumnervst und merkst, dass du Bersi nicht kaputt kriegst, dann musst du halt exen. Musst du früher exen. Exhorn. Exhorn. Ja, Weil. das hat mir zu viel Zeit gekostet. Da habe ich dann nachher nur Drohnen gepumpt und es ist trotzdem Ja. kein Einkommen da Genau. gewesen. Konntest gar nicht mehr schnell genug Drohnen pumpen. Und Bersi Ja. konnte mit seinen zwei Basen schön Einheiten pumpen. Also. Und für Spiel 3 wieder Baneling passt. Wir schauen mal, ne, was so passiert. Wir schauen mal. Entschuldigung. Gesundheit. Danke. Bitte. Ach so, ja. Tschüss, Waiting Kommentator. for party. You Waiting for removed. Party. Okay, oh ja. Hab zur Punktübersicht. So, nehmen wir den Kram mal hier an. So, da sind wir wieder in der Lobby. Und für euch gilt wieder ja das entscheidende Spiel 3. Gibt es dann im nächsten Video. Also klickt euch rein. Oder so ähnlich. Drückt auf Like. Abonniert uns. Habt uns lieb.
schenkt uns Ponys, was auch immer. Go, go, go.